Look of Sound ist eine Ausstellung, die in 170 Bildern das Werk von Norman Seeff in den Jahren von 1969 bis Anfang der 90er Jahre zeigt. Es zeigt Stars der Pop- und Jazzgeschichte, sie zeigt bedeutende Persönlichkeiten und das Ganze in einer ganz besonderen Art und Weise. Irgendwie ist es Norman Seeff gelungen, die Distanz, die normalerweise zwischen dem, der fotografiert wird, und dem, der das Bild anschaut, aufzuheben. Well, what was interesting is very quickly, without knowing a lot about what was going on in the culture, I started out of my desire to learn and explore and discover the new country and the new psyche that I was engaging in terms of meeting Americans and how do they think and who are they. I got introduced to certain clubs that were very much the center of the subculture. In der Ausstellung kann man tatsächlich einem Who's Who der Rockgeschichte begegnen. Es beginnt mit Patti Smith, es geht über Frank Zappa, über Sly Stone, über Curtis Mayfield, Johnny Cash, die Rolling Stones, über Ike and Tina Turner, Joni Mitchell. Es ist einfach das Gotha der Rockmusiker. One of the most fascinating things that I found, that when you work with the really successful top artists, they are not successful for no reason. They actually have a discipline and they focused, and once you start to work with them, they know how to put out a complete focus, 100% of their energy. I was designing and photographing and head of the department, the art department of United Artists, and I got a phone call from the Rolling Stone management, and they said that Mick Jagger wanted me to photograph the Rolling Stones. I had no idea that Mick Jagger even knew who I was. I mean, I'm just new in America, and it's like, what? Dass das, was er abgebildet hat, weit darüber hinausgeht, dass er nur Menschen fotografiert, erkennt man daran, insbesondere in den Bildern, in denen er die Menschen zu Hause fotografiert hat oder in ihren Hotelräumen. Und da liegen dann einfach die Sachen rum. Es ist ein ganz breit aufgefächertes Spektrum, was weit darüber hinausgeht, dass die Menschen nur unterschiedliche Kleidung tragen. I started to dialogue and photograph at the same time, but because artists were coming to me that either just finished an album or they'd finished a movie or they'd published a book, and they always came to me at some peak moment, obviously the direction of the conversation was, let's talk about what's going on with you right now in the moment. And they were always inspired and they were always in a heightened state of creative passion. So the conversations started becoming very interesting in terms of me exploring creativity with artists, but I was more interested in what was going on inside of them, not so much what were you doing. I was asking them, how do you do what you do? Bei diesen Sessions von Norman Seeff muss man sich vorstellen, dass sie Veranstaltungen waren, in denen er Künstler fotografiert hat, aber die waren so lebendig, weil er die Künstler singen, tanzen, spielen ließ, dass immer mehr Leute dazugekommen sind, um sich diese Sessions anzuschauen. Und irgendwann hat er sich gedacht, hey, wenn so viele Leute kommen, um diese Sessions zu sehen, ich sollte das eigentlich dokumentieren, was da abgeht. Und das hat er erstmals dann bei Ike and Tina Turner 1975 gemacht, und das ist auch wirklich ein ganz großartiger Clip. Emotions are the fuel of the creative process. If you're not in touch with your emotions, your creativity is not going to touch other people emotionally. How do I make a connection between me and someone else? And the way to do that is to be able to engage them emotionally, but only if I'm willing to feel emotions myself and be willing to be vulnerable and express the emotions in the moment. Thank you.
Auch in dieser Ausstellung halten wir es wieder so wie in den vergangenen Jahren. Wir haben ein Handbuch dazu gemacht. Das bedeutet, in der Ausstellung finden die Besucher nicht viel Beschilderung. Dafür finden sie alle Informationen zu Norman Seeff, zur Popgeschichte, zu den einzelnen abgebildeten Künstlern in unserem Handbuch.